Und heute ist es endlich soweit. Die Schweine kommen. Yeah! Absolutes Schnudelwetter. Oh, kalt, nass, eklig. Aber heute das große Ereignis. Die Schweine kommen. Selbst die Enten freuen sich schon. Ja. Ich habe also hier schon alles soweit vorgerichtet, soweit ich konnte. Habe hier also den Stall fertig gemacht, schön eingestreut mit kleinen Planschbecken und mit Heu. Und hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe. Muss nachher anderen nochmal genau fragen, was ich vielleicht noch brauche oder was die Schweinchen noch brauchen. Und sie hat mir eben gerade eine WhatsApp geschrieben, dass sie unterwegs ist. Also sie müsste demnächst eintrudeln. Hier habe ich auch schon Futter gekauft, weil da wusste ich auch gar nicht so genau, was die Schweinchen eigentlich fressen. Da habe ich mich hier mal beraten lassen. Und das ist spezielles Ferkelchenfutter. Das wird dann gerade noch mit Wasser oder in Wasser eingeweicht. Und dann soll das wohl ganz lecker schmecken. Und natürlich, was ja auch sehr praktisch ist, fressen die ganzen Bioabfälle von uns Menschen. Also wird es dann direkt weiterverwertet. In der Zwischenzeit, wo wir jetzt noch warten, kann ich mal direkt die Zeit nutzen und nochmal was über unsere WhatsApp-Gruppe sagen. Weil ich muss sagen, mir tun wirklich die Finger mittlerweile weh. Und ich habe auch einige Dinge nicht so ganz bedacht, die jetzt natürlich zum Vorschein gekommen sind. Einmal, dass man pro Gruppe nur 256 Personen einpflegen kann. Tja, das hat man leider sehr schnell erreicht. Und die Gruppe wurde auch sehr laut und es hat ständig geklingelt. Handys sind abgestürzt und mussten neu installiert werden. Und was weiß ich was alles. Ich muss auch sagen, also von meinem Handy, der Stromverbrauch ist rasant nach oben gegangen. Durch das ganze Geklingel und so weiter. Und ich habe mich dann heute dazu entschlossen, Einzelgruppen zu bilden und diese den Tieren hier auf Manapi zuzuordnen. Das heißt, es gibt dann eine Schweinegruppe, es gibt eine Entengruppe, es gibt eine, was haben wir noch, Katzengruppe, es gibt eine Hundegruppe, es gibt eine Vogelgruppe. Und die Pferde, da bin ich jetzt noch dabei auszuloten, wie es wird. Höchstwahrscheinlich werden wir eine Gruppe für Turnier, eine für Spring und eine für Freizeitreiten machen und eine Gruppe für Offenstallhaltung, die mir sehr wichtig ist. Wie die ganzen Links dazu und so weiter, die werde ich euch dann demnächst noch bekannt geben, höchstwahrscheinlich auf Insta und dann vielleicht auch im nächsten Video, beziehungsweise werde ich höchstwahrscheinlich, wenn ich es hinbekomme, kann es leider nicht genau versprechen, noch einen kleinen Livestream machen. Also, so viel mal zu WhatsApp. Also, absolut enorm, diese Resonanz. Also, wie gesagt, ich habe noch nie so viele Nachrichten auf einmal bekommen wie jetzt. Und die Gruppen sind jetzt mittlerweile schon angelaufen. Also, mit den Leuten, die jetzt davor auch schon in der Rogianer-Gruppe waren. Und es funktioniert eigentlich recht gut. Also, ich bin da sehr optimistisch, dass wir das super geregelt bekommen. Jetzt kriege ich gerade keine Luft mehr vor lauter Gebabbel. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, wird er dann noch Näheres erfahren. Aber jetzt kommen erstmal die Schweine und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Und eben ist sie vorgefahren, stand noch lang im Stau und endlich ist sie da. Yeah. Hi. Hi. Und wird erstmal die Tür geöffnet und reingeschaut, weil ich bin echt schon so gespannt. Was sind die kleinen Schweinchen? Oh Gott, seid ihr süß. Seid ihr süß. Was ist das für ein komischer Stab da? So was Dummes. So was Dummes. Rosalie hat ihre Farbe verloren. Oh ja. Das kleine Herzen ist zwar nicht mehr da, aber trotzdem ist es unsere Rosalie. Und die sind viel kleiner, als ich noch gedacht habe, ehrlich gesagt. Aber nie so klein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Die sind schon richtig groß. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier raus aus dem Regen und bringen euch mal direkt in euren neuen Stall. Also Schweine-Express ist unterwegs. Die Kleinen, klar, ich meine, die haben natürlich auch ein bisschen Angst, gell? Ja, ihr wisst ja gar nicht, was euch passiert. Aber jetzt kommt er ins Schweineparadies. Hoffe ich zumindest, dass sie das als Schweineparadies ansehen. So, guckt mal, ob euch das gefällt. Hä? Ob euch das gefällt. Bestimmt, oder? Ha? Ha? Da ist ja fast der Napf viel zu groß, dass die da überhaupt dran kommt. Aber die können klettern. Ja, okay. Und meinen Sie, die passt da unten durch oder was? Nein, ne? Dass die da rausgehen? Doch. Doch, ne? Ja.
Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Mhm. Weil ich habe mir die echt etwas größer vorgestellt. Die sind schnell und wendig. Okay. Wir wissen auch ehrlich gesagt nicht, ob es Hängebauchschweine sind, aber es kommt dem sehr nahe. Also aber es sind auf jeden Fall Mini, ne? Oder? Ja, genau, richtig. Mini. Ja, aber das wird irgendwo vielleicht eine Mischung. Wir kennen ja den Vater nicht. Mhm. Und die Mutter ist so ein, ja, ein Hängebauchschwein ohne so viel Bauch. Aber wir haben okay. auch im Internet nicht gefunden, welche Rasse es sein könnte, weil aha. alle anderen sind zu groß. Also die Rassen sind zu groß und die ist ja eher so klein. Und ich meine, du bist jetzt ja auch im Endeffekt zu den Schweinen gekommen, ne? Wie die Jungfrau zu Kind. Ne? Und erzähl mal, was fressen die? Oder also was, bei uns fressen sie alles, außer halt, also ne? genau, aber kein Fleisch und die Sachen sollten abgekocht sein. Also mhm. die Kartoffeln auch nicht roh mhm. und also die essen gern Gemüse, alles, aber am besten halt immer so ein bisschen abgekocht. Mhm. Ja. Weil ich habe jetzt auch so Fertigfutter nochmal geholt. Ja, genau, ne? die können das kannst du ja noch ein bisschen mehr kannst haben. Du einweichen bloß musst genau. du aufpassen, irgendwann werden sie natürlich schnell dick, ne? Ja, okay. Und wir wollen sie ja nicht mästen. Ja, kriegen sie vielleicht doch einen Bauch dann, ne? Genau. So für den Anfang ist okay, jetzt über den Winter. Und brauchen die noch eine Wärmelampe oder? Also bei uns hatten sie jetzt auch keine mehr. Keine mehr, ne? Also nur, wenn es extrem kalt wird. Genau. Ich habe nämlich extra noch eine besorgt. Also die freuen sich natürlich, also lieben Wärme. Und sind die eigentlich wirklich so reinlich, wie man sagt? Ja. Dass die waren, ihre Pipi-Stelle haben? Ne? Die waren nach 3 Tagen, waren die sauber. Echt? Also die konnten noch nicht richtig laufen sozusagen, waren die schon, sind die in eine Ecke gegangen. Ja, aber die suchen sie selbst raus, ja, oder? Ja, die suchen sie selbst raus. Der eine hat eben schon, hast du nicht gesehen, der eine hat schon da ins Eck gepinkelt. Und gerade da habe ich die Schlafstelle eigentlich hingerichtet. Weil das da kannst ich nämlich, vergessen. Da habe ich nämlich eine Isomatte drunter. Suchen immer eine andere. Ich hatte extra okay. von VidCon ja, die tollen Matten hingelegt. Ja, dann haben sie auch immer drauf gepinkelt. Also, okay. Das werden sie schon selbst entscheiden. Da soll doch eure Toilette sein, wo das Heu ist. Nee. Okay. Das kann auch vielleicht noch geändert werden. Also. Na ja, gut, das war jetzt ja vielleicht auch so Angstpipi, ne? Ja. Erstmal, ne? Oh, was ist da? Da ist noch ein Schwein hier draußen. Und meinst du, das mit der Muschel da ist okay oder können die da vielleicht ertrinken drin oder so? Nee, ja. also ertrinken können sie ja nicht, das ist und? Ja nicht so tief. Ja. Aber sie werden auch nicht großartig da reingehen, außer zum Trinken. Nee, ich wollte eigentlich so ein bisschen Schlamm reinmachen, also, dass sie ein bisschen suchen können. Meinst du, ne? Das machen sie nicht. Also ja. bei uns waren sie ja im Schlamm und die fanden es total widerlich. Doof? Ja, okay. Nein, das war nass und kalt. Also das, was wir uns, glaube ich, vorstellen, dass die Schweine sich da wohlfühlen. Das sind vornehme Schweine. Die wühlen gerne. Okay. Ja, deswegen wird es dann ach so, matschig. Okay. Ja, aber okay. den Matsch an sich, glaube ich, also unsere Schweine mögen das nicht so. Okay. Vornehme Schweine. Ja. Pfälzer Schweinchen. Guck mal, Rosalie, wo bist du? Ui, fein. Das Paulchen hat da schon irgendwas gefunden. Ich muss gerade mal gucken, dass die da nicht irgendwo dann durchpassen. Na, das müsste aber hinhauen. Das müsste aber hinhauen. Ja, und da habe ich doch extra schon gestern die Reste aufgehoben. Gibt gute Spaghettis. Spaghettis mit Spinat. Und ein Apfel ist drin. Und da wollen wir mal schauen, die haben bestimmt jetzt ganz schön Hunger nach dieser Aufregung. Hallo, hier ist noch was? Ha? Ui, wie fein, guck mal. Ha? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger bekommen? Ja. Ja, die Katze ist auch hier. Die habe ich zwar heute schon gefüttert, aber die haben halt auch besonders viel Hunger irgendwie. Ich muss jetzt erstmal hier alles wegräumen. Guck mal, das ist eigentlich jetzt gar nicht für dich gedacht. Weil ich habe nämlich jetzt hier festgestellt, dass hier unter dem Türchen das Loch einfach noch zu groß ist. Wenn man halt größere Tierchen erwartet. Und da muss ich jetzt hier noch was davor stellen. Da muss ich dann morgen, pass auf, muss ich morgen noch ein Brett davor schrauben. So, jetzt mit meinem Spaghetti-Teller. Der wird aber schon mit großen Augen angeguckt. Hier bin ich. Das ist gerade nicht so einfach. Das mache ich heute zum ersten Mal. Und da setzen wir uns doch hier einfach mal rein ins Stau. Und schauen mal, ob wir das denen schmackhaft machen können. Ne? Wollt ihr mal schauen? Guck mal. Guck mal, wie fein. Guck mal. Ui, wie fein. Guck mal. Ja, feine. Ja, feine. Guck mal, wie toll. Ha? So schöne Spaghettis könnt ihr fressen. Ha? Ui, ist das fein. Ha? Schmeckt das fein? Ja, das ist lecker, gell? Das ist richtig lecker. Kriege ich fast auch Hunger. Hm? Ui, ist das fein. Guck mal, noch mehr. So feine Spaghetti. Ich muss mal gucken, ich habe den nämlich da das Näpfchen jetzt auch hingestellt, weil der Druck ist auch viel zu groß. Und ne, da drüben haben wir es. Ganz ein kleines Näpfchen.
müssen wir uns mal hier noch entscheiden, wo wir denn eigentlich dann hier das Esszimmer hinmachen. Warte mal. Und die legen wir da drauf. Könnt ihr schön vom Teller fressen. Guck mal, wie dicker. Hey, ist das fein. Dann könnt ihr hier schön fressen. Ne? Also ich denke, die fühlen sich wohl. Auf alle Fälle werde ich jetzt hier noch das Häuschen bauen. Bin ich ja leider, wie immer, nicht ganz mit fertig geworden. Dass sie hier noch einen schönen Stillbereich haben. Katze ist auch schon ganz begeistert und denkt so, hoi, was habt ihr da Gutes zu fressen? Dann ist die Kleine sogar. Hä? Süße. Ja, und auf jeden Fall sind sie mal gut angekommen und bin mal gespannt, wie sie sich hier entwickeln werden. Was ich euch übrigens noch sagen soll, Anja hat noch 3 kleine Schweinchen abzugeben. Wenn ihr da vielleicht Interesse dran hättet, verlinke ich euch natürlich Anjas Adresse bzw. Homepage hier unten nochmal in der Infobox. Und ich hoffe natürlich, dass die 3 auch ein ganz tolles Zuhause bekommen. Ja, und das war schon wieder mein kleines Video. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die auch die Schweinchen sehen wollen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt habe ich die Spaghetti hier am Kopf kleben.